Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir müssen in die Halle. Da sind wir das letzte Mal gestorben. Wenn wir sterben, müssen wir alles von neu machen. Ja. So sieht's aus. Jetzt passen wir auf. Kann man da oben durch? In die Halle müssen wir unten rein. Das wäre der linke Trick gewesen. Ach, wenn ich hier hin, ich sollte gleich hochlaufen, oder? Genau wie dein Vater. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay, kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch aus. Verwaffen mehr Schaden nicht. Vorwärts, Vito. Der lebt noch. Es gibt zwei Punkte. Okay, das habe ich vorhin nicht gesehen. Gehe ich jetzt erst. Kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Wenn ich hier unten nicht treffe. Wenn ich hochgehe, wäre ich zerfetzt. Wenn ich hier stehen bleibe, wäre ich zerfetzt. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du bist in unserem Alter passieren. Du bist da. Vermisst du deinen Vater, Vito? Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Was? Wenn wir
bis wir fertig sind, bist du Rattenfutter. Geh doch und lauf dahin, Mann, du Idiot. Wo ist denn dieser scheiß Molotow-Werfer? Vermisst du deinen Vater, Vito? Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Mann, der Typ. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arsch. Was ist denn der mit den Molos? Über du wirst sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Der Apfel fehlt nicht weit vom Stamm, hä, Vito? Hey, Vito? Frage mich, ihr seid über mir. Vermisst du deinen Vater, Vito? Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Fehler deines Lebens. Baby, wir sind alle nicht ganz allein. Doch können wir das anders regeln, Vito. Apfel fehlt nicht weit vom Stamm, Herr Vito. Da oben ist er. Hier sieht er mich nicht. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arsch. Er hat seinen eigenen Mann umgelegt, oder? Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Wie geht das, Mann? Wo ist der? Den bald wiedersehen. Man lauf doch, Idiot, da. Du hast den größten Fehler deines Lebens. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arsch. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. So ein Witz, okay. Mann, echt. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch raus. Vito kommt allein zu. So ein scheiß Witz, oder? Vorwärts, Vito. Geben wir Deckung. Ladet, ich habe dreimal R gedrückt.
keine Munition für die Kalaschnikow. Für die Tommy. Dann wird es nichts. Der ist irgendwo da hinten drauf gegangen, oder? Okay. Auf ein neues. Er schmeißt Molotows. Die andere Gummibärchenpackungen. Voll der Witz. Wenn es nochmal so gut klappt, das ist echt schwer. Rauskommt? Schick deine Leute her. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Vermisst du deinen Vater, Vito? Ja, ja. Vermisst du deinen Vater, Vito? Ich vermisse dich, Baby. Komm runter. Doch können wir das anders regeln, Vito. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Wie krieg ich den, wenn der ständig... Boah, da sind noch drei. Das glaubst du, Vito, verdammt! Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arsch! Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Verfilmt nicht weit vom Stamm, Vito. Ach, da läuft man. Ich hab falschen Knopf gedrückt. Dann lass sie kommen, die Jungs da hinten. Können ja nur da runter. Vermisst du deinen Vater, Vito? Du wirst ihn bald wiedersehen. Scheiße, Mann. Was soll ich machen? Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Warum habe ich keine Mollys? Gibt's hier keine Mollys? Yeah. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arsch! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Vito. Okay, jetzt bin ich alleine mit ihm. Du weißt, was mit dir passiert, wenn das rauskommt? Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Wenn wir vor allem. Vermisst du deinen Vater, Vito? Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Deines Lebens. Er bringt seine eigenen Leute um. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Herr Vito. Los. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Ah.
Vermisst du deinen Vater, Vito? Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Ja, ich schick doch deine Leute, die du alle hier... Warum ist er doch, oder? Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Ja, ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Herr Vito. Vermisst du deinen Vater, Vito? Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Du, Vito, verdammt! Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arsch! Doch können wir das anders regeln, Vito? Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay, kommt mit, Männer! Das ist Wahnsinn, Jungs! Haltet euch aus! Vito kommt allein zurück. Ein paar Waffen mehr schaden nicht. Vorwärts, Vito. Wir geben dir Deckung. Für ein Scheiß, Mann, hey, echt. Tolle Scheiße ist das. Was für ein Fiksch. Was für ein... Der absolute Müll ist es. Ich weiß nicht, wie, was ich machen muss, ey. Leg Derek und Steven um. Ja, bin dabei, aber ich gehe in die Hülle, in die Halle rein und bin dann komplett alleine. Jetzt habe ich noch weniger Munition. Jawohl. Glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arsch! Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Doch können wir das anders regeln, Vito. Schick dein Freund. Thank you.
weißt, was mit dir passiert, wenn das rauskommt? Ja, deine eigenen Leute. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Na! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Havito. Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Vermisst du deinen Vater, Vito? Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Kommen die denn jetzt bitte her? Was mit dir passiert, wenn das rauskommt? Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arsch! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Herr Vito. Woher willst du denn das wissen? Ich weiß ja nicht mehr, was ein Apfel ist. Du das Mollis? Sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Ich kann nur durch diese Scheißtreppe hoch. Du bist dein Vater, Vito. Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Was mit dir passiert, wenn das rauskommt? Doch, können wir das anders regeln, Vito? War er jetzt der Letzte? Sind, bist du Rattenfutter. Ja, wie soll ich über die Treppe hochkommen, wenn der da... Schau mal, wie er schmeißt... Brennt dir alles. Na! Vermisst du deinen Vater, Vito? Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arsch! Das ist eine deutsche Luger. Die macht dich fertig. Nur damit du weißt, was mit dir passiert, wenn das rauskommt? Vito, du machst den größten... Vermisst du deinen Vater, Vito? Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Du kannst sowas durchziehen und dann einfach da. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Getötet. Fixer. Gehst mir sowas von auf den Sack.
Endlich. Pisser. Kassa? Wo ist die Kassa? Na woll. Oh, ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Wie schaut's denn aus auf dem Konto? Hui! 25.000. Naja, dann sind wir ja... Ne, sind wir noch nicht. 50 will der scheiß Jude. Aber sein Pornoheftchen haben wir aber nicht gefunden. Die Ballerei hier. Achso, die Arbeiter können es uns. Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Ja, ja. Gott helfe euch allen. Die helfen euch nicht. Wo muss ich hin? Was habe ich jetzt gedrückt? Verdiene 27 Dollar fürs Büro. Aber nicht in 3 Minuten. Gott. Nehmen wir mal die Kiste hier. Und fahren Richtung Autoschrottplatz. Kann man die hier auch haben? I'm so eager, I'm nearly dying. You've been keeping your lip from mine. Yeah. This feeling's killing me. Well, I won't stop for a million bucks. I love you so. 27.000 Dollar, wo geht's denn hier raus? Die Grafikkarte ist eine Scheiße, die Schnurre. Wann kommt endlich meine 3070? Aorus Master. Verschissene Ausgabe. Well, I won't stop for a million bucks. I love you so. Just hold me tight and don't let go. One day, baby, you'll quit me. Also, ich fahre noch in die Richtung, da habe ich heute keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Weil das hat mich ziemlich gelangweilt gerade. Da muss ich hin. Quit me, yeah. I'll be crying and soaking wet. Yeah. One thing, baby, I'll never stand. Kiss some other man. This feeling's killing me. Yeah. I won't stop for a million bucks. I love you so. Just hold me tight. Just hold me tight. Hold me tight. Central Radio News Break. I'm guess who? Rockin' Ricky Fox. The video tape recorder. What is it, kids? A futuristic spaceship sent to take over the world? A hidden rogue unit from a defeated Nazi army? No, not in the least. Get this. The video tape recorder is a new invention that allows the user to record. Also, ich fahre noch zu der Schrott, like zu dem Schrottplatz. It records right to a magnetic tape. Und dann mache ich hier at a later time. So, researchers are excited about the possibility. West side, east side. Yeah, we must east side. Our minimal for Empire Central Radio News, this is Rockin' Ricky Fox. Well, I've been waiting ever since it. Guess my baby's got another thing stood up. Broken hearted again. I'll bet she's out having a ball, not even thinking of me at all. Stood up. Oh, oh. Ich dachte, die Säule geht kaputt. Well, I know just what I ought to do. I ought to find somebody. But baby, I couldn't forget about you. Karre, du musst wahrscheinlich keine 400 Dollar mehr für den Stuhl besser. Again. Oh, yeah.
left behind, never having any fun. Stood up, broken hearted again. But I guess I'll go on being a fool, sitting around just waiting for you. Stood up, broken hearted again. Oh, ein langer Weg bis da oben. Am anderen Ende der Stadt. Ja, Mist. Eine Minute drüber. Stood up, broken hearted again. Stood up, broken hearted again. As a certified realtor, I can get you the house of your dreams. Hi folks, this is Richard Beck of Richard Beck Realty. Da waren die Bullen, da sind die Bullen. We treat all of our clients like family and satisfaction is guaranteed. Whether you're in the market for a mansion in Hillwood or a den verkaufen wir noch. Und im nächsten Video besorgen wir dann die restlichen Dollars. Also verkaufen wir, machen sie Schrott. Mein Schrott ist er ja schon. Richtigen Schrott. Tequila! Tequila! Warte mal, ich liebe uns keine Ahnung. Naja, okay. Ladies and gentlemen, we have a call into the deep press. Keine Ahnung, wie nennt man das auf Englisch? Keine Ahnung. The garbage. Garbage? Warum geht das nicht? Hä? Wieso kann ich diese Fickkarre nicht zerquetschen? Schrott oder was? Ey, ich hab gar nicht Map gedrückt, was soll denn das? Also 10 Autos sind 4000 Dollar. Wir brauchen 27. $8,000. Ach du Scheiße. Aber das ist mehr Geld wie bei Überfällen. Bei Überfällen bekomme ich gerade mal $100. Der geht. Katsching. Das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Leck mich am Arsch, Mafia 2. Danke fürs Zusehen, ich bin endmüde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Like da, lasst Abos da und lasst die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video. Ciao, euer Opfi.